Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einsamer Wolf. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mal nachgeschaut wegen diesen Bogen, den wir hätten gewinnen können. Und boah, wäre das ein geiles Ding gewesen. Das wäre wie unser, das Sommerswert, ein spezieller Gegenstand gewesen. Das heißt, wir hätten da sogar eine andere Waffe machen können. Und also da hätten wir einen Kampfstab durchhaben können. Wir hätten ja unser Schwert gehabt und dann noch einen Bogen dazu. Also das wäre schon ziemlich, ziemlich geil gewesen. Und der hätte auch nochmal plus 3 gegeben. Das heißt, plus 3 plus diese plus 3 von dieser Waffenmeisterschaft. Also ein Bogen plus 6 in dem Fall. Und wie gesagt, ein spezieller Gegenstand. Boah, wäre das heiß gewesen. Aber ja, wir haben es halt leider nicht geschafft. Ist so. Können wir jetzt nichts machen. Waren halt einfach ein bisschen zu schlecht dafür. Aber der war halt auch wirklich verdammt gut gewesen. Da hätte man schon wirklich richtig gut würfeln müssen, um das hinzukriegen. Na gut. Jetzt haben wir das Problem, dass uns unser Pferd gestohlen worden ist. Und was noch schlimmer ist, unser Führer quasi, der uns dahin bringen wollte, wo wir hin wollten, der ist auch entführt worden. Jetzt haben wir die Möglichkeit gehabt, uns ein Pferd zu schnappen und die Verfolgung aufzunehmen oder den Besitzer des Pferdes zu suchen und anzubieten, es zu kaufen. Wenn wir es jetzt einfach so nehmen, haben wir vielleicht da ein bisschen Probleme, weil wir dann ein Dieb sind oder wie auch immer. Wenn wir den Besitzer des Pferdes suchen, es wird uns viel Geld kosten. Keine Ahnung, was das kostet, ob wir überhaupt noch genug Geld dafür hätten. Danach hätten wir jedenfalls relativ wenig. Außerdem, was viel schlimmer wäre, unser Freund, der entführt worden ist, der wäre natürlich auch, also der Entführer, der Dieb, wo uns das Pferd geklaut hat und den Typ entführt hat, der wäre natürlich über alle Berge. Den wird man nie wieder eingeholt kriegen. Von daher würde ich sagen, wir schnappen uns das Pferd und nehmen die Verfolgung auf. Du hast kaum 100 Meter zurückgelegt, als du einen aufgebrachten Schrei hörst. Pferdedieb! Pferdedieb! Lass den nicht entkommen! Du ziehst die Zügel an und treibst das Pferd über die abfallende Landstraße, die in einer weiten Kurve der niedrigen Hecke folgt, die an den Turnierplatz grenzt. Der Schrei alarmiert einige Männer des Bogenwettbewerbs und sie tauchen schnell in einer Reihe am Rande des Platzes aus. Als sie dich herankommen sehen, spannen sie ihre Bögen und machen bereit, auf dich zu schießen. Und als sie unseren Freund da entführt haben und unser Pferd und dem sein Pferd geklaut haben, das haben sie natürlich nicht gemerkt. So typisch. Ermittle eine Zufallszahl. Wenn du die Magna Kai Disziplin Tierkontrolle oder Jagdmeisterschaft beherrscht, beherrscht man nicht, zähle 3 zu der ermittelten Zahl hinzu. Und wenn dein Gesamtergebnis jetzt eine 5 oder niedriger ist, lies weiter bei 52. Ist es eine 6 oder höher, lies weiter bei 81. Es ist eine 7. Sehr schön. Dann können wir bei 81 weiterlesen. Pfeile sausen auf allen Pfeile sausen auf allen Seiten an dir vorbei. Einer der Pfeile reißt eine tiefe Furche in das Fell am Hintern deines Pferdes, welches sich daraufhin windet und aufbäumt. Du ziehst die Zügel an und gräbst deine Fersen an seine Seiten, um es nach vorne zu drängen. Dein schnelles Handeln erlaubt es dir wieder, die Kontrolle über das verängstigte Tier zu gewinnen, und schon bald seid ihr außer Reichweite der tödlichen zischenden Pfeile. Sehr schön. Wahrscheinlich hätten wir anders gewürfelt, wäre das, wäre das Pferd euch gegangen und ja, die hätten uns gekriegt oder so irgendetwas. Die Jagd führt dich tief ins Herz des phaeretischen Hügel. Die Landstraße schlängelt sich dahin, während sie in die Täler und Tiefen hinabführt, die von dahin schnellenden Flüssen geformt worden sind, bevor sie durch dichtes Waldland, das sich bedenklich an den Felshängen festklammert, wieder nach oben steigt. Du verlierst die Reiter oft aus deinen Augen, aber deine elementaren KI-Fertigkeiten der Spurensuche und der Jagd ermöglichen es dir, ihrer Spur mit Leichtigkeit zu folgen.
Erst als du ein winziges Dorf erreichst, das am Fuße eines baumgesäumten Stahlhanges ruht, verwischt sich ihre Spur. Allerdings bemerkst du einen steinigen Hügelpfad auf der anderen Seite des Dorfes. Er zweigt von der Hauptstraße ab und führt in die Bäume hinauf. Wenn du die Magna-Kai-Disziplin Fahrtmeisterschaft besitzt und sie einsetzen möchtest, wir müssen sie nicht einsetzen, wir hätten sie sowieso nicht, aber wir müssen sie auch nicht einsetzen, lies weiter bei 117. Wenn du den Weg auf die Landstraße fortsetzen willst, lies weiter bei 143 oder den Hügelpfad erkunden, dann geht's weiter bei 241. Also, wenn ich es jetzt richtig sehe, die Landstraße führt in das Dorf oder den Hügelpfad hoch. Ich hätte jetzt tatsächlich gern diese Pfadmeisterschaft, um da ein bisschen Infos rauszukriegen. Dumm, das, was sie nicht haben, aber so ist es halt. Sollen wir lieber ins Dorf gehen oder sollen wir lieber einen Hügelpfad? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir eins nehmen und es ist das Falsche, dann ist er weg. Dorf, Hügelpfad. Ich meine, auf dem Hügelpfad können sie sich gut verstecken, zwischen den Bäumen. Andererseits im Dorf können sie sich auch gut verstecken. Vielleicht sogar noch besser als da oben. Das kommt darauf an, wie es aussieht. Wenn da die Bäume nur so sind und so weiter. Ich glaube, ich gehe ins Dorf vielleicht. Ich glaube, da könnte man sich besser verstecken. Als da oben. Ich bin aber nicht sicher, aber ja. Du bist noch keine Meile geritten, als die Pflastersteine Landstraße festgetretenen Erdboden weichen. Du kannst in der Erde keine frischen Spuren entdecken, daher können die Reiter das Dorf nicht auf diesen Weg verlassen haben. Ach so, wir waren im Dorf. Ach so, okay. Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, die Landstraße führt jetzt ins Dorf rein, aber wir waren schon dahin. Das ist da auch Ausgang wieder gewesen. Okay, das habe ich falsch verstanden. So, möchtest du ins Dorf zurückkehren? Lies weiter bei 52. Wenn du beschließt, dich am Rande der Landstraße zwischen den Bäumen zu verstecken und darauf zu warten, dass sich die Reiter vielleicht von selbst zeigen, lies weiter bei 196. Willst du zur Kreuzung zurückkehren und den Hügelpfad nehmen? Lies stattdessen bei 241. Es war auf jeden Fall nichts verkehrt, was wir gemacht haben. Jetzt könnten wir einfach wieder zur Hügelkette gehen. Oder wir gehen... Warte mal, wenn du den Weg auf der Landstraße fortsetzen willst, das wollen wir nicht machen, weil... Nee, halt. Wo bin ich jetzt hier geraten? Moment. Ich bin hier irgendwie, habe ich verblättert hier. Moment. Ich habe irgendwas total verblättert. So, da war mal Landstraße. Ja, jetzt bin ich wieder richtig. Also, zum Hügelpfad nehmen, ich glaube, das lassen wir mal. Dorf zurückreiten wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist das, was ich gemeint habe, dass sie sich da vielleicht verstecken können. Aber warten... Wir könnten auch warten. Ich meine, jetzt haben wir die Möglichkeit zu warten. Ich würde sagen, wir warten. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber wir warten. Hoppala. Ich will nichts markieren hier. Es ist nur eine Frage von Minuten, bis die Reiter auftauchen. Sie reiten in einer Reihe hintereinander und der letzte von ihnen setzt das Pferd mit dem bewusstlosen Zauberer hinter sich her. Wenn du einen Bogen hast, haben wir, und die Reiter damit aus dem Hinterhalt angreifen willst, sobald sie an dein Versteck vorbeireiten, lies weiter bei 20. Entschließt du dich, den letzten Reiter anzugreifen und versuchen, Cyrillus aus seinen Fängern zu befreien, lies weiter bei 203. Willst du sie alle vorbeilassen und ihnen dann folgen, lies weiter bei 272.
227, sorry. Das hätte alles drei was. Wenn ich jetzt einen Bogen nehme, das war meine erste, als ich zuerst, bevor ich die anderen Sachen gelesen habe, hätte ich gesagt mit dem Bogen und bla und zack. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe, ihn direkt zu befreien. Aber wenn man sofort... wie heißt's? Wenn wir versuchen, den sofort zu befreien. Andererseits, mit dem Pfeil haben wir das Überraschungsangriff auf unserer Seite und könnten vielleicht schon ein oder zwei ausschalten. Ich würde sagen, wir versuchen vielleicht tatsächlich den letzten Reiter anzugreifen und Cyrulus aus seinen Fängen zu befreien. Vorbeilassen und ihnen dann folgen, dann haben wir auf einmal, dann sind sie in ihrer Basis, je nachdem, und dann haben wir auf einmal ganz viele von denen auf unseren Hals. Das ist vielleicht keine so gute Idee. Das heißt, entweder jetzt, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, mit dem Bogen oder den letzten Angreifer. Mit dem Bogen haben wir halt das Überraschungsangriff von uns. Mit dem anderen, da sehen sie uns und können uns vielleicht dingsen. Lass uns das mit dem Bogen machen. Ist vielleicht am besten. Weil wenn wir den Reiter so angreifen, dann haben wir... Ja, dann... Ach, das ist... Echt? Wir machen es mit dem Bogen. Ich bin echt mir nicht sicher, ob es jetzt gut ist. Das heißt, wir hätten wir hätten nur noch vier Pfeile. Und wir machen es jetzt mit dem Bogen. Dein Angriff trifft den Feind unerwartet, versetzt ihn in Panik und lässt ihn in alle Richtungen fliehen. Das hört sich gut an. Auf diese kurze Distanz durchschlägt dein Pfeil die gepanzerte Brust des Reiters, der Cyrulus Pferd führt, und tötet ihn auf der Stelle. Als ein lebloser Körper zu Boden fällt, verlässt du rasch deine Deckung, brichst zwischen den Büschen hervor und löst die Zügel vom Pferd des toten Mannes. Wütende Schreie gelten dir hinterher, als du auf die Landstraße davonreitest, den Zauberer und sein Pferd dicht bei dir. Das hat geklappt, war also doch eine ganz gute Idee, das so zu machen. Das kann ich nicht mehr richtig trinken und lecker hier alles voll. Na super. So. Die unmittelbare Gefahr hält dich davon ab, zu gründlich darüber nachzudenken, warum diese Reiter versuchen sollten, Cyrulus zu entführen. Er scheint ein unpassendes Opfer für ein hohes Lösegeld zu sein, da er weder vermögend noch sonderlich einflussreich ist. Als du den Fuß eines bewaldeten Steilhangs erreichtest, kommt eine Steinkirche und ein Friedhof in Sicht, und zwar genau an der Stelle, wo sich die Landstraße scharf nach Westen wendet. Auf einem großen Streitross, so schwarz wie die Nacht, sitzt ein narbengesichtiger junger Mann und versperrt die Straße. Die Augen in seinem bleichen, entstellten Gesicht funkeln kalt und dunkel. Du erkennst ihn sofort wieder, es ist Roark, der Adlige, den du im Gasthaus zur Fassbrücke besiegt hast. Besitzt du eine Silberbrosche? Besitzt man eine Silberbrosche? Ich glaube nicht, oder? Köcher, Streitkolben? Nee, da hat man nichts. Nee, da hat man leider nichts. Aber Cyrulus haben wir jetzt dabei, oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, der müsste eigentlich dabei sein. Besitzt du diesen speziellen Gegenstand nicht, lies weiter bei 14. Dann müssen wir wohl bei 14 weiterlesen. Die anderen Reiter tauchen unvermittelt auf und umzingeln dich in einen weiten Halbkreis. Wir haben eine Schuld zu begleichen, Nordländer, zischt Roark, seine Lippen vor Verachtung und Ton nach oben gezogen. Ich verlange vollständige Wiedergutmachung. Wahnsinn funkelt in seinen leuchtenden Augen, als er ein Amulett von seinem Hals löst und es emporstreckt. Komm,
Komm, Targazin, ich beschwöre dich. Aus der Grube des ewigen Schmerzes beschwöre ich dich. Als du Roaks schreckliche Anrufung hörst, lässt ein Angstschauer die Haut auf deinen Armen und deinen Nacken erzittern und du blickst dich nach einem Fluchtweg um. Der Friedhof bietet den einzigen Weg, der an Roak und seinen Männern vorbeiführt. Doch als du dein Pferd durch das Steintor drängst, lässt es das, was du hier erblickst, vor Entsetzen erstarren. Okay. Die über der Kirche formt sich ein Strudel aus Dunkelheit. Er lässt eine grabesartige Kälte auf alles unter sich herabsinken. Auf Gras und Blumen bilden sich Frostkristalle und ein schrecklicher Klang erfüllt die Luft, während die Erde anfängt zu beben. Im Boden zu deinen Füßen formen sich Risse und eine Reihe fleischloser Hände schießt plötzlich aus der gefrorenen Erde hervor, um nach deinem Pferd zu greifen. Es wiehert vor Entsetzen, bäumt sich auf und wirft dich aus dem Sattel in die wartenden Arme der sich erhebenden Tote. Und was ist jetzt mit dem Zauberer? Wir haben ihn befreit, aber jetzt wird er nicht wieder erwähnt. Naja. Beschworene Untote, Kampfstärke 18, Ausdauer 35. Aufgrund der Überraschung des Angriffes musst du in den ersten beiden Kampfrunden 2 Punkte von deiner Kampfstärke abziehen. Außer du hast die Magna-Kai-Disziplin der Jagdmeisterschaft. Nein, haben wir nicht. Die Untoten sind gegen den Psi-Stoß und den Gedankenstrahl immun. Haben wir auch übrigens noch ein kleines Bild? So sieht das hier aus. Besitzt du das Sommerswert, darfst du alle Ausdauerpunkte verdoppeln, die du deinen Feind zufügst. Hast du nicht die Magna Kai Disziplin Nexus, musst du dir aufgrund der bitteren, unnatürlichen Kälte in jeder Kampfrunde 2 Ausdauerpunkte abziehen. Puh, das ist aber jetzt, also, wir müssen die ersten 2 Runden, also wir haben erstmal, die ersten 2 Runden haben wir 2 Kampfstärke weniger. Wir haben allerdings, wegen Psi-Schlag haben wir im Moment nicht, das heißt wir haben nur diese 31 Kampfstärke. Also unsere aktuellen von 18. Ich habe das ja richtig alles gerechnet gehabt. Von den 18 plus das Sommerswert plus der die Waffenmeisterschaft und plus das Schild. Genau 31 Hammer. Das passt also. Da wir aber 2 Punkte weniger haben, Moment, ich schreibe es mir mal kurz auf. Also 31 haben wir normalerweise. Sind wir bei 29 gerade. Die Kampfstärke vom Gegner ist 18. Und Ausdauer ist 35. Kampfquotient ist 11. Ha, aber ganz ehrlich, das ist egal, ob wir jetzt 29 haben oder 31. Das ist ziemlich egal, weil ihr seht es doch auch hier. Kampfstärke von 11, ob das jetzt 11 oder 13 ist, das ist sowas von egal. Hier sind wir. Das ist sowas von egal. So, außerdem, also das kann ich jetzt ignorieren. Psi, bla bla bla, ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Der Sommerswert, wir dürfen also doppelt abziehen. Und wir haben allerdings nicht Nexus, das heißt, wir bekommen auch mehr abgezogen, als wir dastehen. Also 2 Punkte noch abgezogen, alles klar. Dann versuchen wir mal, die zu besiegen. Aber ich denke, das sollte relativ easy sein. Na, Würfel, jetzt roll da. Wieder eine 7. Das hatten wir doch eben schon mal. Das heißt, der Feind hat 18. Wir ziehen das Doppelte ab. Das heißt, wir ziehen, wir machen 36 Schaden. Wir bekommen 0 Schaden. Da wir die eisige graue Dings haben, kriegen wir aber doch nochmal 2 Schadenspunkte. Das heißt, wir sind dann bei 33 und der Gegner ist tot. One Hit. Oh Mann. Das Sommerswert, das ist dermaßen übermächtig. Aber gut.
Wenn du siehst, ist weiter bei 326. Als du die letzten der fleischlosen Skelette vernichtest, siehst du, dass sich der Kampf inzwischen über die Friedhofsmauern hinweg ausgebreitet hat. Aus den Tiefen einer offenen Gruft werft sich eine Horde wankender Zombies den Reitern entgegen und reißt die fassungslosen Krieger aus ihren Sätteln. Die greifen die jetzt an, die uns verfolgt haben und sie beschworen haben. Roaks Beschwörung ist entsetzlich außer Kontrolle geraten. Kein Lebewesen ist mehr sicher vor dem Schrecken, den er entfesselt hat. Hat er toll gemacht. Der Adlige wendet sein Pferd und galoppiert in blinder Panik davon, während er seine Anhänger ihrem grausigen Schicksal überlässt. Als er verschwindet, löst sich der werbelnde Trichter aus Dunkelheit langsam auf und die Untoten taumeln, stürzen und zerfallen zu feinem Staub, der vom Abendwind davongetragen wird. Du eilst den alten Magier zur Hilfe. Er ist tödlich verwundet, eingeklemmt unter dem Körper seines toten Pferdes. Na toll. Aber ich glaube, das wäre so oder so passiert. Egal, ob er jetzt mit dem Bogen anfangs versucht hätten, den zu befreien oder anders. Ich glaube, da wären wir immer hingekommen. Da wären wir vielleicht auch hingekommen, wenn wir denen einfach nur gefolgt wären. Schätze ich mal. Als du seinen Kopf in deine Hände bettest, blinzelt er und öffnet die Augen, bevor ein Flüstern zwischen seinen blutbedeckten Lippen hervorquält. Messingstraße. Wenn du die Magna-Kai-Disziplin Heilkunst beherrschst, lies weiter bei 260. Die beherrschen wir. Jawohl. Und besitzt du diese Fähigkeit nicht, lies weiter bei 46. Die beherrschen wir. Deswegen dürfen wir hier an dieser Stelle gleich mal einen nach TP uns wieder gut schreiben. Und vielleicht können wir noch retten. Du bündelst deine Kräfte, deine Heilkunst und leitest die Wärme, die du mit deiner Magna-Kai-Fähigkeit erzeugt hast, durch deine Hände in den zerschmetterten Körper des Magiers. Seine schwachen Schultern zittern, als er sich dazu zwingt, weiter zu flüstern. Messingstraße, Verräter, finde Gwenyan, den Weisen. Er wird dir helfen. Okay, das sollte ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Also Messingstraße. Verräter. Gwenyan. Den Weisen. Die einen haben ja auch schon zu uns gesagt gehabt, wir sollen uns an die Weisen wenden. Alles klar. Puh. Ein Blutrinnsal sickert aus den Mundwinkeln des alten Mannes, während seine Augenlidern flattern und sich schließen. Er ist tot. Du beerdigst ihn auf den Friedhof neben der Kirche, wo er gestorben ist, und schickst ein stilles Gebet zu Kai und Ishia, damit sie über ihn und seine letzte Reise wachen. Traurigkeit erfüllt dein Herz und du wirfst einen letzten, nachhaltigen Blick auf den Eichenstab, der sein Grab markiert, bevor du dich wieder auf der Landstraße nach Verräter begibst. So. Wir dürfen noch einmal uns heilen, dann sind wir wieder voll. Und ich würde sagen, das ist eine gute Gelegenheit, hier Schluss zu machen. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Mir tut es echt um den alten Mann, den alten Magier leid. Ich habe echt gehofft, wir konnten den noch retten. Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre so oder so passiert. Ich glaube, da hätten wir gar keine Chance gehabt, da was zu machen. Trotzdem tut es mir echt leid. Naja, gut. Machen wir beim nächsten Mal weiter, dann geht's vielleicht nach Verräter und da wissen wir ja, Messingstraße, Gwenyan, den Weißen, den sollen wir aufsuchen dort. Alles klar, bis dahin, macht's gut und tschüss.